Herzlich willkommen, liebe Leute, zu einem neuen Part von Let's Play Super Mario Bros. Wonder. Im letzten Part haben wir bereits, zwei wilde Level gemacht. Und heute fangen wir mit einer kleinen, ich mag's mal Versnaufspause, nennen an. Und wir fangen an, würde ich sagen, einfach mal mit dem hier, nämlich Versnaufspause, immer geradeaus. Ne, dann ist mal klar, was man da machen muss, einfach basically straight geradeaus gehen. Bitte einfach mal aus, ne? Alte beim Laufen Y gedrückt, um zu rennen. Okay. Los, los, los! Let's go. Ja, ja, man kriegt eine begrenzte Zeit. Wir müssen dabei so viel Zeugs. Hä? Ach so, das war's schon. Das war sehr einfach. Ich bin ein bisschen irritiert tatsächlich davon sogar, ne? Du hast also einige Wundersamen gesammelt. Sie können uns bestimmt noch nützlich sein. Gehen wir doch mal zu der Stelle, wo sich diese gewundene Pflanze befindet. Wie wär's denn mit hier? Ja, und da sehen müssen wir wieder rein wollen. Brauchen wir eben die 10 Wundersamen, ne? Damit die verschwindet und wir eben dieses Level machen können. Was wir auch gleich machen. Ah ja, hier kann man auch noch eine sammeln und die haben wir in dem Fall schon gesammelt, ne? Sammeln wir die auch noch, dann haben wir sie gleich so, dann, ne? Tun wir jetzt halt erstmal, sei mal ein bisschen entspannen. Wundermarkenmusik, okay. Ah, cool, die alte Mario-Musik, das ist sehr schön. Ah. So, die ganzen Oldschool Marios und alles. Sind sehr cool. So, jetzt haben wir das jetzt auch genau in dieser Reihenfolge abspielen. Jetzt kommt gar keine Musik mehr. Schade. Hätte sein können. Und wir haben die nächste Wundersame erhalten. Perfekt, Wundersamen. Erhalten, perfekt. Wundersamen. So sieht's aus, ne? So. Wicklerin, fangen wir doch mal damit an. Let's go. So, halte beim Laufen Y gedrückt, um zu rennen. Okay, reißt das Ziel vor dem Rennwickler. Das ist doch easy. Ich glaube, das natürlich ganz so schnell ist. So sieht's aus. Natürlich sind auch Gegner und alles Mögliche an anderen Sachen, die einen dann da random stören könnten. Und ich sammle hier nichts ein. Will einfach nur da vor dem Ziel sein. Outs. War so unnötig. Ah, shit. Nein, 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 unten lang. Irgendwie ist der Rennwickler jetzt komplett. Weg habe ich das Gefühl. Ja, da ist er wieder. Der wird mich garantiert auch bald wieder einholen. Der wird später bestimmt dann noch sau viel mehr Schwierigkeiten mit dem geben. Und der ist mir fast wieder auf der Spur. Boah, ich hab's aber gerade so geschafft, ey. Eieiei, das ist aber cool. Und er gibt mir aus dem Dank die Wundersamen, die ich verdient habe. Yay, yeah, cool. Das sind jetzt so kleine Level zwischendurch, dass man einfach mal ein paar Wundersamen einsammeln kann. Why not, ne? Das macht doch Spaß. Das macht wirklich Spaß. Das ist super Sache, wie ich finde. So, großartig. Wir haben ein Wicklerrennen gewonnen. Ja, so sieht's aus, ne? Diese Wicklerrennen sind ja wirklich einmal eine ganz coole Sache, ne? Ja, eine Spezialität des Blumenkönigsreichs. Und Wicklers war sogar so nett, um es Musik ein automatischer Superpilz abseißen zu senken. Durch dieses Abseißen erhältst du die Effekte eines Superpilzes, wenn du ein Level beginnst. Okay. Cool. Möchtest du es gleich verwenden? Ja, komm. Machen wir später. Wollen wir noch nicht so sein. So, jetzt ist die Frage hier. Kann man einmal hier weitergehen? Nee, da ist ein Felsblock. Da geht's nicht weiter.
Deswegen gehen wir es einfach mal hier weiter. Und da haben wir ein Boss-Level. Oh nein, sie haben sogar den örtlichen Palast erobert. Dort wird einer unserer wertvollen Königssamen aufbewahrt. Wir müssen etwas unternehmen, bevor sie ihn für ihre sämtlichen Zwecke verwenden. Ja komm, dann gehen wir da doch gleich mal hin. Aber da brauchen wir 14 Samen, wir haben erst 12. Dann holen wir uns hier doch nochmal ein, würde ich sagen. Oder lassen wir es mal abseißen, testen, egal. Machen es jetzt einfach trotzdem mal. Okay, springen gegen eine Wand und drücken dann B, um einmal direkt nach oben zu springen. Okay, die Abseißen der Seile ist ja wichtig. Ja, hier kann man es zum Beispiel sehen. An der Wand wird das Beispiel so wichtig sein, wenn man nach oben kommt und sowas. Upsi. Aber es sollte vielleicht auch erstmal groß werden, das wäre vielleicht eine ganz gute Idee. Wie geht das besser als mit einem Pilz? Haben wir zumindest ein bisschen größere Soße mal gewonnen. Hm. Jawoll. Tief durchatmen. Du schaffst das. Ja, ich finde die motivierenden Sprüche immer ganz cool. So. Oh nein, kommt man sich nicht mal so nach unten. So unnötig. Hat gerade schon besser geklappt. Noch ein zweiter Versuch, vielleicht sind wir kommen. In der Tat. Ach, schade. Also in Wandsprung bin ich halt sau schlecht, sowas kann ich gar nicht. Weil ich auch Wurst. Ah, beeindruckend, weil ich es nicht unbedingt nennen. So, und jetzt sind wir ein bisschen weiter oben, jawoll. So geht das. Du musst das. Und wir haben wieder eine erhalten. Jawohl, jetzt fehlt es nämlich nur ein, dann mal die 14 zusammen. Und können das damit auch beenden lassen. Sehr, sehr schöne Sache ist, wie ich es finde. Ja, ist doch nice. Nice, nice, nice. So muss das, meine lieben Leute. So, denn das eine finden wir auch noch irgendwo. Bin mir ganz sicher. Toll gemacht. Und wir haben sogar das Abseißen, das du gerade verwendet hast, gesenkt bekommen. Soll ich es dir anlegen? Ja, bitte. Ja, machen wir vielleicht später raus. Mit R kann man, glaube ich, das Abseißen anlegen, ne? Falls ihr mich noch gerade angelegt, man kann aber auch der Glimmsprung. Was war das? Automatische Superpilz. Du beginnst ein Level mit einem Superpilz Power-Up. Das ist halt ganz cool, wenn man mal keins hat, aber das, der Wandsprung, das ist natürlich ganz nett. Das legen wir uns jetzt mal an. Boah, das ist halt ein S-Zwer. Aber komm, wir machen es. Wir probieren es jetzt einfach mal aus. Hoffen wir, dass es nicht allzu sehr losgeht. Ich weiß nicht, ob uns da das Abseißen so viel nutzt, deswegen machen wir aber mal einen Fall zu einem Flashheft oder mehr. Das weiß ich auch nicht. Groß sind wir ja noch. Autz. Fängt schon mal gut an. Oh nein. Oh nein. Bleib einfach auf den drauf. Ich hoffe, das ist was, das Peace wird jetzt. Scheiße. Oder, gut, ich bin wenigstens groß. Aber, Dinger sind böse. Hätte man auch gleich sagen können. Ach, weil da kommt dann so eine, ja, noch nicht wegrennt, bitte! Das hier. Mist, an jedem verloren, so soll es eigentlich ja nicht sein. Ach komm! Ja, okay, ich nehme das. Aber jedes Mal machst du denselben Fehler, ist Depp. Weil ich einfach nicht dazulernen, das darf nicht sein, ey. Scheiße. Wo noch ein Item sind, theoretisch, was ich nehmen könnte. Zack, jetzt fängt es an, mich kritisch zu werden. Ich brauche unbedingt irgendwas überlegen, dass ich mehr Leben farme. Es ist wirklich elementar wichtig.
Komm, Peace Wits ist nicht so wichtig. Nein, 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 nein. No way. Lass jetzt probieren. Ja, ist ja auch nicht einmal Leben verlieren. Das jetzt mal. So, jetzt machen wir das zuallererst, weil jetzt ist mir das mal Bescheid. Und ich bring trotzdem rein. So, let's go, jetzt machen wir das. Stopp. Kann mir jetzt noch sein. Das nächste Mal. Ich konnte einfach das Level mit Jossi machen, ne? Ne, gut, jetzt darf ein bisschen Lava reinfallen, weil dann das Giftzeug, so da wird es auch mit Jossi sterben, aber das war es halt dann basically schon. Den werde ich zu späteren Zeiten mal als guten Freund einsetzen. Jetzt sage ich es gleich mal voraus, dass dem so sein wird. Ich probiere einfach irgendwann, das soll die in Mitte so sein, und zwar so weit. Weil mir geht es ja eigentlich gerade wirklich noch um das eine wundersam. Shit, ist halt hier viel schneller. Hä, wie soll man das hier denn schaffen ab da? Ja, ist doch jetzt schon irgendwie ein Ding da. Möglichkeit. Aber ist auch wurscht. Da ja, müssen wir dann gleich noch schauen, wie das am besten sinnvollsten für uns geht, das Ganze. Da muss man einfach sau schnell dann sein. Außer wie hier. Mann, nur Millimeter schneller als jetzt hat er noch durchgeschafft. Ey, so ein Scheiß. Ich will das jetzt hinbekommen. Wenn es mir gerade einmal ein Leben kostet, was eigentlich erst dumm ist. Aber ich glaube, ich komme da doch irgendwie eh nicht drum rum, ne? Weil ich muss das Level ja irgendwie machen. Ja, ich hatte auch eine sehr hohe Schwierigkeit, ne? Das ist auch nicht ohne Grund. Da muss man so ein bisschen mehr Skill haben. So. Hier kann ich einfach dranbleiben, haben wir festgestellt. Das war jetzt erst knapp. Hier wurde ich jetzt kleiner, okay, passiert. Nein, hat es nach oben gemüsst. Jetzt werde ich doch gerade angerufen, so ein Müll. Ja, ja, nur noch 4 Leben, aber kein Wunder, dass es das fair ist, weil hat ja auch 4 Sterne. Deswegen, ich weiß nicht, ob ein Jossi da so viel hilft, aber wir probieren es mal aus. So. Wir machen jetzt einfach mal mit Jossi weiter. Probiert. Weil ich will jetzt diese eine Wunder sieht. Ich will, dass das klappt so. Bei Yoshi machen wir natürlich das mit dem Sprung, weil das andere macht auch keinen Sinn, weil Yoshi wird da nicht klein. So. Aber wir können beispielsweise hier mal nicht klein werden, das ist ganz sinnvoll. Ja, da passiert gar nichts. Natürlich bei der Lava wird halt, oder bei dieser Flüssigkeit wird allerdings auch sterben, das wäre dann so. Und vielleicht auch nichts, muss man einfach sagen, das würde keinen Sinn machen. Wie das Haut so konzentriert. Ich weiß noch gar nicht, wie man den Size Piece with Starts halt generell nutzt. Ja, ne, da stirbt auch der Joss. Das ist mir halt gar nichts. Warte, ich mach mal all meine Lebens weg, aber ich will das jetzt hinbekommen. Ich war auch schon mal so weit, dass ich das einigermaßen hinbekommen habe. Ich will jetzt auch schaffen. Ah, da kann mit B noch ein bisschen länger in der Luft bleiben. Das ist sehr gut zu wissen. So, komm, Yoshi, jetzt schaffen wir's. Alter, ich will dieses Level jetzt schaffen, dieses blöde Level. Ich hab das ja alles aushalten, nur diese Dinger nicht. Ich finde seinen Blick da so funny. So,
Das ist klar, so weit ist aber die. Ich hab, weiß mir ja nicht mal, welche Taste. Es war die. Wir müssen immer schnell sein, dass sie wieder nachkommen. Scheiße, ey. Mann, wie soll denn das gehen, ey? Mann, so hinten, das gibt's doch Essen, ey. Das muss jetzt klappen. Weil das ist ja noch haben. Also, ich meine, es gibt da noch viel schlimmeres Zeugs als das hier. Wenn ich sie dann alles danach kommen, dann wieder ein bisschen einfacher vorkommen. Das ist gar nicht mal so schnell, denke ich. Muss möglichst weit vorne sein. Gut, dass das sinnvoll klappt. Das ist halt so langsam, Digga. Der kann halt da nicht schneller gehen. Ich muss einfach wirklich stabil. Kann er denn sprinten? Ach, mit Y, Tatsache. Das wäre dann da das Wichtige. Damit klappt das jetzt. Let's go. Ist ja peinlich. Oh, später kommt nochmal eine viel schlimmere Stelle irgendwie. Macht mal den kaputt. Was ist das hier? Weiß gar nicht, ob das das überhaupt kann, ehrlich gesagt. Ja, wäre man da als Elefanten war, wäre sogar doch besser gefahren. Ich habe keine Ahnung. Mann, ich habe Schiss. Das ist alles nichts mehr wert. So, jetzt kommt gleich die böse Stelle. Gut. Nein! Nein! Hätte man es bücken müssen. Na, scheiße. Aber ist das Essen Game Over. Ich wusste, dass ich das jetzt hinbekommen soll. Auch wenn ich jetzt mein erstes Game Over habe, ist. Ich will das jetzt hinbekommen. Nur der Partner ist so lange gegangen, ich will das jetzt hinbekommen. Das ist erst so ein Horror-Level. Du weißt, der Partner, das erste Horror-Level. Das ist es. Vielleicht klappt es ja jetzt ohne Game Over, wäre sehr schön. Denke ich auch nicht so leicht zu ein Game Over. Da muss man einfach ducken nach. Ja, nachher ducken. Hä? Wo bin ich da bitte schön gestorben? Das kann ich halt nicht verstehen. Okay, immer mal 5 neue Liebe, aber das kann ich halt ehrlich gesagt nicht nachvollziehen. Okay, da hatten wir unser erstes Game Over. Eieiei. Goldmünzen hat nicht. Aber wenigstens werden wir nicht weiter zurückgesetzt oder sowas. Das war ganz gut. Also, dann probieren wir es jetzt einfach. Gut, wir gerade noch hier, weil hier fehlt uns ja noch eine, dass wir hier einfach eine nochmal holen. Will ich jetzt trotzdem hinbekommen? Das gibt's doch nicht. Oh, nee, wo war denn das? Nee, das hier habe ich schon gemacht. Ich will das jetzt hinbekommen, so dass es jetzt das triggert. Das triggert mich gerade persönlich. Ich will, dass es klappt. So, let's go. Ich bin jetzt aber doch ganz guter Dinge, das irgendwie zusammen hinbekommen. So. Will ich keine weiteren Leben mehr verlieren. Los geht's. Sonst wird's peinlich. Aber weißt du, das ist halt so mein Skillen. Da sind große Art Zeugs rauszukatten. Fände ich jetzt auch nicht für sinnvoll. Klar, ist gerade ein bisschen langweilig, aber ist irgendwie auch, wenn ich lustig zusehen, denke ich mal, wie ich es jetzt verkacken soll. Wenn das gehört in einem Display, einfach dazu, seine ganzen Fails rauszuschneiden. Fände ich jetzt irgendwie falsch, ehrlich gesagt. Das fände ich halt einfach auch falsch. Nein. Ach komm, ich warte noch auf einen drauf. Ey, was geht denn da hinten ab? Ja, aber das bringt halt auch so komisch, der Yoshi irgendwie. Ist eigentlich noch viel schlimmer. Macht doch gar keinen Sinn, dass das mit Yoshi spielt, so ehrlich gesagt. Aber komm, let's go, jetzt klappt's. Ansonsten cut das aber wirklich mal durch, bis das ab, weil es ist ja schlimm hier. So, also.
Part jetzt ist fertig, ich bin länger, doppelt so lang als der andere Part. Ich brauche nur das eine, ey, das gibt's ja nicht. Manche Parte werden halt einfach länger, wenn ich so sage, ich probiere und das einfach nicht hinbekomme. So, das ist dann einfach so die logische Folgerung irgendwie draus. Hier sind wieder Rest langsam dabei. So. Scheiße. Gut. Nach oben, nach oben, nach oben. Jawoll, und da bist du. Eieiei. Und doch schneller rein, weil sonst hätten wir da, wenn wir da so unnötig verreckt. So, und hier ist übrigens alles wieder einigermaßen harmlos. Und wir haben es noch geschafft. Ey, das war ja erst ein Krampf, dieses Level. Aber nach X Versuchen haben wir endlich unsere Fantasie erhalten. Oh mein Gott. Besser ist es auch mal. Gut, das war zwar ein bisschen Fail, aber wir haben jetzt genug Freizeit, um das erste Boss-Level zu machen. Und das, liebe Leute, machen wir auch direkt im nächsten Part. Bis dahin, sag's, macht's gut und ciao!